doch ein bisschen dunkler, als ich gedacht habe. Ich versuche für morgen mal ein Licht zu besorgen und dann ja, wird das auf jeden Fall schon besser sein mit dem Licht. Ja, Freunde, willkommen zum ersten Tag unseres Umzugstagebuch. Und ja, ich habe ja schon in der Vorstellung unserer neuen Wohnung gesagt, dass ich gerne sowas machen möchte, glaube ich, habe ich gesagt. Und ja, Freunde, ich werde auf jeden Fall jetzt jeden Abend, wenn ich hier aus der Wohnung raus bin, mal so ein kleines Update machen, was wir hier so geschafft haben. Und ja, heute, Freunde, haben einiges geschafft. Ihr seht schon, jetzt ist es schon etwas dunkler. Es ist auch doof, dass wir in der Winterzeit umziehen. Ne? Da wird es ja recht dunkel immer. Sehr, sehr schnell. Und ja, Freunde, mein Kinderzimmer ist komplett ja, schon mit Tapeten abgerissen. Wir sind jetzt gerade hier in meinem Zimmer. Und hier vorne ist die rechte Wand, also von meiner Seite aus rechts, ist jetzt auch schon soweit alles ab. Also jetzt hätte ich auch gerne weitergemacht, aber geht halt nicht, bis der Marvin morgen kommt und mir dann hier Licht endlich dran macht. Dann kann ich auch länger arbeiten daran. Ne? Ja, wie gesagt, Freunde, morgen kommt der Marvin. Den hole ich um 7 Uhr morgens ab von ihm zu Hause. Dann müssen wir schnell zum Baumarkt noch ein paar Laminatpakete holen. Und dann geht es ja auch sofort morgens wieder weiter, Freunde. Dann versuchen wir die restlichen Tapeten bis abends abgekratzt zu kriegen. Ist ein sehr, sehr schwieriges Projekt, aber sollte zu machen sein, denke ich mal. Wenn wir nicht trödeln, ordentlich reinpulvern, dann klappt es auf jeden Fall. Ja, Badezimmer kriegen wir fast neu, habe ich euch ja schon gesagt. Aber Sarah hat ordentliche Arbeit geleistet. Also das war so ekelhaft gewesen. Da war hier von der früheren Mieterin, habe ich euch erzählt, die Wohnung war verwahrlost. Die hatte hier noch eine Katze drin, also was Ekliges, Freunde. Ich weiß nicht, wie man so hausen kann oder hausen konnte, das geht gar nicht. Und ja, Sarah hat wirklich ordentlich Arbeit gemacht hier in beiden Badezimmern. Also da kannst du jetzt baden, da kannst du jetzt auf Toilette gehen, da kannst du dir die Zähne putzen. Ey. Also wirklich, da muss ich echt sagen, hat es echt gut gemacht. Aber im Großen und Ganzen kommen wir gut voran, Freunde. Und ja, wenn wir morgen ordentlich ranklotzen, dann können wir schon am Freitag dann ja, die ersten Tapetenbahnen tapezieren. Ja, wie gesagt, ich halte auf jeden Fall auf den Laufenden. Fotos und so weiter gibt es auf jeden Fall auf Facebook, Twitter und Instagram, habe ich euch ja gesagt. Unten in der Beschreibung findet ihr die Links dazu. Wenn euch das hier so weiter auch noch per Bilder, per Fotos interessiert, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort mal reinschauen würdet. In dem Sinne, Freunde, bedanke ich mich für den ersten Tag, dass ihr dabei wart. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend wieder. Ja, ich versuche es immer abends hochzuladen, weil ich bin ja tagsüber hier. Dann versuche ich abends das noch schnell zu bearbeiten, zu rendern. Und dann bekommt ihr das Video dann immer abends. In dem Sinne, Freunde, bis morgen Abend. Dankeschön und tschüss.